Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder bei White Calls. Wir haben ein schönes Live-Sale-Wochenende hinter uns. War, glaube ich, eine ganz gute Sache für viele. Gab schöne Goodies. Hier liegen noch die vom Zeitblase, vom Freitag. Für heute haben wir natürlich auch wieder schöne, geile Goodies für euch hier gepackt. Und für alle, die am Live-Sale teilnehmen. Ja, Freunde, Sonntagsvlog-Zeit wieder zum Aufnehmen. Immer mittags dann hier vor Ort. Ne? Und ich gucke, dass ich den noch schnell durchkriege und fertig mache. Damit ich heute Abend dann auch meine Ruhe habe, wenn der Sale vorbei ist. Denn wir haben ja zeitblasenmäßig heute nochmal einen Sale. Ja, jetzt habe ich halt überlegt, was kann man denn machen für einen Sonntagsvlog? Und zwar, ihr wisst ja, ich habe ja immer noch nach wie vor ein Glasrosenproblem im Banky Tank. So, ich habe ja Schnecken rein, Kükentalis rein, Wudemanis rein, alles ausprobiert. Ja, es hat teilweise geklappt. Es sind einige weniger geworden, aber es sind auch einige riesengroße halt drin, die mir auch so langsam die Arkans auch zum Teil kaputt machen. So. Und da muss ich jetzt halt eingreifen, weil ansonsten verliere ich da viele schöne Tiere. Und ja, das muss ja nicht sein. Also habe ich halt überlegt, habe auch heute nochmal mit dem Cory gesprochen gehabt, habe überlegt, so ja, was können wir denn überhaupt noch machen? So, und das Beste ist, da ich ja auch noch ein Mulmproblem habe, also da ist ja auch noch unten Mulm drin, trotz der Strömung irgendwie haut das nicht so hundertprozentig hin. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich habe natürlich auch noch Sand unten drin. Ne? Das ist alles strömungstechnisch natürlich nicht so super perfekt. Und deswegen habe ich mir überlegt, da ich sowieso bei White Calls bin und die immer super geiles Lehmgestein haben, werde ich jetzt mal runtergehen mit euch. Und gucken wir uns mal das Lehmgestein an. Und dann denke ich, werde ich die Steine raus, die Arkans teilweise, die jetzt eingeklebt sind, da kann ich natürlich hingehen, kann die lösen, kann die sauber machen, ne? Also mechanisch sauber machen. Und dann kommt halt neues Lehmgestein rein, was halt clean ist. Da wird neu aufgeklebt. Ich werde dann aber auch den Banky Tank einmal komplett leer räumen und werde halt eben nur zwei oder drei Steine. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie die Größen sind, ob ich da irgendwas Passendes finde. Aber dann denke ich mal, werde ich mir zwei oder drei mir da reinpacken. Und dann bekleben wir das neu und lassen das auch ohne Sand. Ne? Also ich habe ja die letzten Becken eigentlich immer ohne Sand gemacht. Ja, ist halt immer so eine Frage. Der eine sagt, nee, das sieht doch scheiße aus und besser wäre doch so. Ich denke aber, ich finde es cooler, wenn es halt ohne Sand ist. Glaube ich, ist auch pflegeleichter. Muss man halt eben ehrlich gesagt zugeben. Ne? Ist halt wesentlich pflegeleichter. Und ich glaube, das machen wir jetzt mal. Und dann gehen wir jetzt mal runter. Ja, gucken uns das mal an, was wir da haben, was wir auswählen. Und das werdet ihr dann nächste Woche, glaube ich. Habe ich keine Termine? Nee. machen wir dann nächste Woche zusammen. Machen wir schön einen extra Sonntagsvlog. Banky Tank aufräumen, ein bisschen cleanen. Und wir gehen mal runter. So. Dann wollen wir mal schauen hier. Dann gucken wir mal. So, jetzt kann ich auch hier rein. Jetzt sind nämlich fast keine Leute mehr da. Sonst haben wir die nämlich alle mit drauf. Da sind gerade noch welche. Gucken wir gleich mal. Ja, ansonsten, ne? Hier die besagten Becken und alles. Alles noch am Start. Ja, neue Sachen gab es jetzt nicht. Wie ich das gesehen hatte, war da jetzt nichts Neues mehr am Start. Showtank auch alles gut, läuft auch alles soweit. Ja, wie gesagt, hardwaremäßig war jetzt hier nicht irgendwas Neues. Doch eine Sache von D&D war, glaube ich, neu, aber das war irgendwie so ein Gestein und ein Farbe fürs Gestein. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. So, Thermoregal auch alles voll. Ja, Ozeano läuft auch immer mehr, habe ich gerade eben noch gehört. So, dann gehen wir jetzt noch mal gucken, dass wir dann hinten an den Gestein rankommen. Schauen wir mal.
ob der jetzt frei ist. Und dann gucken wir uns das mal an, was wir da noch Schönes finden können für unseren geplanten Umbau. So sieht das hier aus, meine Lieben. Richtig, richtig geiles, gutes Lebengestein. Das ist auch richtig schön lila. Ich glaube, es kommt gar nicht so rüber hier auf der Cam, so wie das so aussieht. Aber es ist echt richtig schön lila. Ja, da werde ich mir jetzt mal ein bisschen was raussuchen. Da schauen wir jetzt mal, was da so an Steinen dabei ist, was wir gut nehmen könnten, was größentechnisch passt. Ja, und wo ich halt auch gut ganz unterkriege, wo ich es halt, ja, ich sag mal, gut reinkleben kann. Da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal. So, dann gucken wir mal. Ich würde ganz gerne irgendeinen kleineren Stein noch haben. Ich glaube, der hier sieht eigentlich sehr, sehr geil aus. Wenn wir mal ein bisschen nass machen hier. Der sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, würde ich fast behaupten. Der gefällt mir persönlich schon mal sehr gut. So, ja, den lege ich mir schon mal hier vorne nämlich hin. Oh, hier sieht auch noch ein sehr schöner. So eine kleine Ackernbrücke hier ist auch eigentlich nice, ne? Aber ich muss natürlich auch einen gewissen Platz haben. Weil es sind ja schon einige Ackernstückchen, die wir da haben. Der kleine hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Oh yes, der ist auch nicht schlecht. So, oh, dann muss ich gleich nur gucken, wo ich die hinpacke. Ja, damit die nicht verloren gehen. So, dann brauchen wir noch einen für die Bankies. Da brauchen wir aber schon irgendwie was Größeres, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwas Schickes, Schönes. Ah, das ist so richtig schön, so eine richtig schöne Krabbelkiste haben wir nämlich hier. Da kann man richtig schicke Sachen sich raussuchen. Ja, muss man halt eben auch immer gucken. Es muss halt auch immer so sein, dass es ein guter Stein ist, wo man auch ein bisschen was draufkleben kann. Und den man auch vielleicht so ein bisschen kombinieren kann, sag ich jetzt mal. Ist halt auch immer sehr wichtig. Ich glaube, den hier nehme ich auch. Da muss ich aber noch einen Kombistein haben, also sprich, wo ich noch was anlegen kann. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich sinnvoll. Dass man immer so ein bisschen spielen kann, ne? Ein bisschen spielen, ein bisschen basteln, ein bisschen hin und her schubsen. Ist halt auch immer sehr, sehr wichtig. So, müssen wir mal gucken. Irgendwas, was noch ein bisschen nach oben geht. Der zum Beispiel, der hier, sieht halt auch sehr gut aus. Ja, also der hier gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube aber auch, da haben wir dann auch schon alle. Es wird auf jeden Fall dann für euch eine lustige Geschichte, das alles hier noch zu bekleben. Ja, ich denke, ich bin fündig geworden, meine Lieben. Und ja, haben wir hier eine schöne Ausbeute. So, meine Lieben, ja, das wäre dann im Prinzip meine Auswahl. Ja, ist jetzt ein bisschen nah zusammengerückt, ne? Also wie gesagt, ich würde das halt so machen. Hier, wie gesagt, so einen kleinen Brückenstein, ne? So, würde ich einen nach hier auslegen machen. Kommen die Bankies rein. Dann einen etwas kleineren Part würde ich jetzt mal so ansetzen hier. Auch mit so einem Verlauf hier, ne? Sehr schön. Da kommen die Akanthastränen drauf. Und hier vorne kann ich mir noch einen frei halten. Da gucken wir mal, was wir da noch Schönes finden. Ja, aber so im Ganzen so finde ich jetzt das eigentlich ziemlich geil. Gefällt mir schon mal sehr gut. Auch super geiles Gestein. Ist halt super perfekt. Ja, da würde ich jetzt knallhart sagen, geile Sache. Ja, also mir gefällt sehr gut auch das Gestein. Ne? Ist ja absoluter Hammer. Guckt es euch an. Also frischer geht's nicht, ja, richtig klasse Lebengestein, richtig schön. Wie gesagt, die lila Färbung kommt jetzt hier nicht so ganz so gut rüber, aber das ist richtig knalle lila, richtig, richtig geil. Auf jeden Fall eine geile Nummer. Ja, gefällt mir sehr gut. So, und dann habe ich das nämlich, wie gesagt, auch clean. Ja. Ja, also mit dem Lebengestein bin ich schon mal sehr zufrieden, würde ich sagen.
So, jetzt gucke ich mal, was wir dann noch haben, so an Krabbeln hier. Also gut wäre nochmal vielleicht, ich habe ja noch zwei, drei Stück drinnen. Ich würde aber trotzdem zur Sicherheit nochmal Küchentalis, wie gesagt, die großen Glasrosen, die nehme ich ja raus. Ne? Die hole ich mir im Prinzip weg mit der ganzen Geschichte jetzt, mit dem Umbau, die hole ich mir raus. Die habe ich dann das Problem gelöst. Ja, das sollte dann wie gesagt hinhauen. Und ja, ich denke, das wird gut. Das sollte man clean halten können. Und dann, wie gesagt, noch ein paar Küchentalis oder Wodemanis rein. Zur Sicherheit nochmal. Die können sich dann noch, wenn dann kleine Glasrosen kommen, die noch wegholen. Das wird mit Sicherheit dann passen. Ja, Nebengestein ist gepackt. Glaube ich, eine sehr gute Auswahl. Sieht auf jeden Fall gut aus. Super Lehmgestein immer, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch das günstigste in Deutschland, glaube ich. Und bei der Qualität echt definitiv zu empfehlen. Ja, gut, ich gehe ja hin, wie gesagt, es kommt jetzt das Lehmgestein rein. Dadurch haben wir auch nochmal, sage ich mal, so eine kleine Auffrischung. Ist immer für den Becken gesund, wenn man da auch mal Lehmgesteine ab und an mal nachlegt. Wie gesagt, der Benketank wird weiterlaufen, haben wir ja gesagt, alles gut. Den lassen wir da drin. Den werden wir nächste Woche halt eben, sage ich mal, schön gestalten. Ja, das werden wir schon hinbekommen, denke ich mal. Der wird dann halt schön neu eingeklebt, damit es wieder gut aussieht. Und dann machen wir halt eine Seite Bauerbankies, eine Seite Acanthitrea. Vielleicht noch ein paar Echinatas, müssen wir mal gucken, wie es dann halt passt. Ne, da kann man ja dann die Steine bekleben. Und ja, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt halt überlegt, zwei oder drei. Wir machen halt eben dann zwei Großsteine, die wir versetzt reinmachen. Zusätzlich habe ich ja noch ein paar Sachen von Tunze hier liegen. Ihr wisst, ich habe auf Tunze umgestellt. Tunze war so freundlich, hat mir auch nochmal die neuen Pumpen mit dem neuen Controller zukommen lassen. Da werden wir jetzt dann auch direkt in dem Zuge nächste Woche auch die 6940 mit dem Controller reinpacken. Bin ich schon sehr gespannt auf den Tunze Hub. Dann kann ich da halt auch ein bisschen mit rumspielen. Mal gucken, dass wir dann halt irgendwie ein gutes Strömungsbild finden, damit man das Becken irgendwie halt, ja, ich sag mal, clean bekommt. Und ihr wisst, das Ding ist halt immer Sand mit Absaugen, Aufwühlen und. Ist es halt irgendwann nicht mehr machbar, das wegzubekommen. Ja, das ist halt immer das Riesenproblem, weil es sich im Sand halt schön absetzt. Und ich habe auch hinten eine Ecke, wo halt eben auch die große Bauer-Wenki-Platte liegt, die grüne und. Da sieht man das halt schon, dass es da halt ja, sehr strömungsschwach ist. Das ist halt ein Problem. Ne? Da können wir halt nichts dran machen. Aber ich denke mal, das kriegen wir im Griff. Und dann wird er auch wieder richtig, richtig schön werden und gut aussehen. Und ja, wie gesagt, dann nehme ich euch nächste Woche auf jeden Fall mit, weil nächste Woche steht auch kein Termin an. Dann habe ich halt auch mal wieder zu Hause ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, dann werden wir das Projekt dann auch dementsprechend angehen nächste Woche. Ja, so, ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ein paar Korallen an. Wir machen mal ein paar schöne Aufnahmen. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier so stehen haben, was die Becken machen und. Noch ein paar schöne Korallenaufnahmen. Ich weiß ja, ihr wollt auch immer Korallen sehen. Gehört ja zum Sonntagsvlog dazu. Und da gehen wir jetzt auch mal gucken, was wir da noch Schönes für euch finden. Und das machen wir jetzt.
Ja, Freunde, wie gesagt, hier haben wir natürlich, sitzen wir an der Quelle, wir haben immer eine riesenschöne Auswahl an Korallen, da kann ich nicht immer schöne Korallenbilder machen. Ach, ich könnte eigentlich, wenn ich da mehr Zeit hätte, könnte ich hier den ganzen Tag lang schöne Korallen filmen für euch. Korallen haben wir auch gesehen. Dann würde ich sagen, begebe ich mich jetzt auch in den Videoschnitt und gucke, dass ich den Vlog für euch noch schneide, dass wir den noch fertig kriegen. Und dann haben wir ja nachher noch Live-Sale und dann bin ich halt entspannt, dann habe ich alles fertig und sitze nicht wieder heute Abend im Hotel und 2-3 Uhr rum und schneide den Vlog. So, das soll es auch für diesen Vlog gewesen sein, meine Lieben. Wir haben ja noch eine Sache, fällt mir gerade ein. Oh, das habe ich ja fast vergessen, weil wenn ich morgen zurückfahre, also ne, wenn ihr das hier guckt, bin ich wahrscheinlich auf der Fahrt zur lieben Mona, Monas Reef. Die hatte gesagt, du, wenn du auf der Rückfahrt bist, kannst doch bei mir mal rumkommen. Und ich glaube, das mache ich morgen. Ich muss das noch mal gucken auf der Karte, wie das passt und zeitlich und alles. Aber ich denke, das machen wir. Das seht ihr aber dann auch im nächsten Vlog, weil dann nehme ich euch ja natürlich mit. Kameras habe ich ja eh alles am Start, alles dabei. Von daher, genau, haben wir das vielleicht dann auch noch für die nächste Woche. Also für die nächste Woche schon mal einplanen, ein bisschen mehr Zeit. Da wird es dann wahrscheinlich das etwas längere Frühstücksfernsehen für euch geben. Einige sind ja dabei, die stehen halt da drauf, super lange Videos am besten. Andere sagen, 8 Minuten reichen. Ja, aber das könnt ihr mir eigentlich mal in die Kommentare hauen, wie denn da euer Befinden ist. Was mögt ihr denn lieber? Eher so gegen 8 Minuten Videos, also kurz oder eher lang? Das könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare reinhauen. Würde mich halt mal interessieren, weil es ist halt immer so eine Sache, man muss ja mal irgendwas Passendes finden für die Vlogs. Und ist halt die Frage, was interessiert euch mehr? Lange Videos, kurze Videos? Haut es mir einfach mal gerne in die Kommentare rein, damit auch ich so ein bisschen so mich daran anlehnen kann. Was wird denn hier gefordert? Eher kurze Videos, eher lange Videos? Ist halt immer unterschiedlich. Ne? Von den Laufzeiten her liege ich immer so bei schätzungsweise 60% der Videolänge. Ist jetzt egal, ob es lang oder kurz ist. Ja? Es sind immer so um die 60%, wo die Leute die Absprungraten. Deswegen würde mich das einfach mal interessieren. Was findet ihr besser? Lange Videos, kurze Videos? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare hauen. Und somit bin ich auch raus für heute, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer das für ein Video sein wird. Und ich bin raus, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt noch einen netten Restsonntag, meine Lieben. Und bis dahin, euer Marc. Ciao, ciao.